Bonjour, bienvenue sur Info City TV. Nous sommes aujourd'hui en Allemagne, dans la ville de Landau, à 20 km de Wissembourg, en compagnie du docteur Thomas Gebhardt, député allemand et secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé du gouvernement d'Angela Merkel. Nous allons aborder les sujets des relations franco-allemandes, mises à mal ces derniers mois, la gestion du Covid-19 en Allemagne, la rentrée des classes qui a déjà eu lieu le 17 août dans le Land de la Rhénanie-Palatinat. Bonjour Monsieur Gebhardt, merci d'avoir accepté notre invitation. Sehr gerne, Herr Gar, ich freue mich, dass Sie hier sind, dass Sie nach Landau gekommen sind. Herzlich willkommen. Danke. Können wir zum Ersten ein paar Informationen über Ihren Karrierenweg erhalten? Ich vertrete diesen Wahlkreis im Deutschen Bundestag seit dem Jahr 2009. Und davor war ich einige Jahre lang Mitglied des Rheinland-Pfälzischen Landtages. Davor habe ich gearbeitet bei der BASF in Ludwigshafen, großes Unternehmen hier in der Region. Und von der Ausbildung her, ich habe Betriebswirtschaftslehre und Politikwissenschaft studiert. Wie ist heute die Sanitärlage in Deutschland? Gehört Coronavirus noch zum täglichen Leben? Ja, viele haben ja das Gefühl in der Bevölkerung, Corona wäre schon vorbei. Das ist aber nicht der Fall und wir müssen achtsam bleiben. Das Virus ist nach wie vor da. Wir haben in Deutschland in den letzten Tagen sogar leicht steigende Fallzahlen. Wir hatten jetzt insgesamt rund 230.000 Fälle in Deutschland. Und wenn wir nicht Acht geben, ist die große Gefahr, dass die Zahlen wieder nach oben gehen. Es hat in den letzten Monaten unterschiedlichen Benehmens zwischen Deutschen und Franzosen gegeben. Grenzschließungen an anderen mehreren Kilometer Warteschlangen, sogar Beleidigungen gegen Elsässer in Geschäften oder Tankstellen. Und zum anderen Elsässer, die in deutschen Krankenhäusern empfangen, gepflegt und gerettet wurden. Sollten wir uns an das Beste erinnern und das Schlechte vergessen? Wir sollten nicht vergessen, sondern wir sollten lernen aus der Situation. Mir ist die deutsch-französische Freundschaft eine Herzensangelegenheit. Und wir haben in den letzten Jahren, finde ich, viel aufgebaut, Positives. Und jedem, dem die deutsch-französische Freundschaft am Herzen liegt, für den war die Grenzschließung schwer und es hat uns alle geschmerzt. Wir müssen aus der Situation lernen, um es für die Zukunft besser zu machen. Wenn wieder einmal eine solche Situation eintreten sollte, dieses Infektionsgeschehen, dass wir uns dann besser abstimmen, über die Grenze hinweg, dass wir auch gemeinsam agieren. Ein positives Beispiel war tatsächlich, dass auch französische Patientinnen und Patienten hier in Krankenhäusern aufgenommen worden sind. Ich finde, das sollte selbstverständlich sein in einer solchen Situation. Das müssen wir uns bewahren für die Zukunft, und zwar in beide Richtungen, wenn man die Hilfe des Nachbarn braucht und er kann helfen, dass man diese Hilfe gibt. Aber wir müssen vor allem auch lernen, dass wir uns gemeinsam besser vorbereiten auf solche Situationen. Kann man die beiden Gesundheitssysteme in Deutschland und Frankreich vergleichen? Die Zahl der Todesfälle aufgrund von Coronavirus ist in Deutschland viel niedriger als in Frankreich. Wie kann man das erklären? Wir haben unterschiedliche Gesundheitssysteme. Bei uns spielt zum Beispiel der niedergelassene Bereich eine große Rolle. 6 von 7 Covid-Patienten wurden bei uns gar nicht im Krankenhaus behandelt, sondern bei niedergelassenen Ärzten. Das ist zum Beispiel so ein Punkt, der sich von Frankreich, denke ich, stark unterscheidet. Wir müssen aber auch sehen, wir haben relativ früh in Deutschland umfassend getestet. Deswegen haben wir wahrscheinlich auch viele Fälle zunächst einmal entdeckt. Wir hatten auch viele jüngere Patienten. Das hängt zum Beispiel mit Urlaubsrückkehrern zusammen, Skifahrern, die aus Österreich nach Deutschland kamen. Und deswegen hatten wir vor allem zu Beginn der Pandemie auch viele jüngere Patienten. Und deswegen ist die Sterberate, das ist eine mögliche Erklärung, die Sterberate vergleichsweise niedrig gewesen. Man kann es nicht genau sagen, aber das sind so ein paar Erklärungsgründe. Sind Sie enttäuscht über den geringen Einfluss der Europäischen Kommission auf das Coronavirus-Management? Ich glaube, man muss realistisch sein. Gesundheitspolitik ist nach den Verträgen Sache der Mitgliedstaaten. Und
Europa, die Kommission, hat vor allem eine koordinierende Rolle. Nichtsdestotrotz müssen wir, glaube ich, in Europa an bestimmten Stellen stärker gemeinsam agieren. Wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, Arzneimittelproduktion in wichtigen Bereichen wieder nach Europa zurückzuholen, damit wir weniger abhängig werden von Importen aus anderen Drittländern. Und wenn wir das gemeinsam tun, nicht Frankreich für sich, nicht Deutschland für sich, sondern gemeinsam als Europa, können alle davon profitieren. Genauso ist es mit der Stärkung der Europäischen Seuchenschutzagentur, dieses ECDC. Wir wollen gerne diese Agentur verstärken, auch personell verstärken, damit dort mehr Arbeit geleistet werden kann, intensivere Arbeit. Also ich glaube, es gibt schon Ansatzpunkte, bei denen wir stärker zusammenarbeiten können, ohne dass wir die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten gleich aufgeben. Erwarten Sie eine bessere europäische Koordination für das Management des Wirtschaftsgebiets? Müssen die 27 Länder von Europa eine bessere Zusammenarbeit zeigen gegenüber China oder den Vereinigten Staaten? Ja, ich denke, eine Antwort auf das, was in China passiert, auf das, was in den USA passiert, ist, dass Europa, die Europäische Union, gemeinsam agieren muss. Nur dann haben wir in der Welt eine Chance, wenn nicht jedes Land für sich agiert, sondern wenn wir unsere Interessen bündeln, wenn der gemeinsame Binnenmarkt funktioniert. So können wir übrigens auch unsere europäischen Werte nach außen vertreten, wenn wir gemeinsam agieren. Das war in der Vergangenheit nicht immer leicht. Aber vielleicht ist die Krise auch eine Chance an der Stelle. Die Vereinigten Staaten machen keine Geschenke, was deutsche Autos oder französische Weine anbelangt. Sollten die Europäer Europa-Akt schließen? Also ich hoffe, dass sich die Politik in den USA ändert. Denn diese Politik America first und wir schotten uns ab und wir führen Zölle ein, ist, glaube ich, für die ganze Welt schädlich. Keiner profitiert davon. Und deswegen habe ich die Hoffnung, dass wir nicht in gleicher Weise agieren müssen, sondern dass sich die Politik in den USA ändert, dass wir dort auch wieder ein Klima bekommen, das für Offenheit steht, für Handel, vor allem auch mit Europa. Das ist meine große Hoffnung. Wir kommen zurück an lokaler Information. Können Sie uns von einer originellen Situation erzählen? Eine tägliche deutsche-französische Zusammenarbeit im Krankenhaus von Weißenburg, eine französische Stadt an der Grenze? Ja, ein Beispiel kenne ich, im Bereich der Geburtshilfe. Der Chefarzt dort, der Dr. Ackermann, ist Deutscher, der in Weißenburg arbeitet. Und das führt übrigens zu einem wichtigen Punkt, weil er macht Werbung dafür, dass auch deutsche Frauen in Weißenburg entbinden. Und ich möchte ihn dabei unterstützen. Ich finde, dass die Grenze weniger eine Rolle spielen darf in Zukunft für die Versorgung der Patienten. Und in diese Richtung arbeiten wir im Moment auch. Ich würde mir wünschen, dass wir hier in der Pamina-Region eine Vereinbarung bekommen, die es ermöglicht, dass zum Beispiel französische Bürger bestimmte Gesundheitsleistungen in Deutschland wahrnehmen können, so als wären diese Leistungen in Frankreich und umgekehrt deutsche Bürger auch nach Frankreich gehen können. Sie haben teilgenommen an der Klimakonferenz in Paris in 2015. Können wir uns in 2020 Umweltschutz noch leisten in dieser Krisezeit? Ich glaube, wir dürfen einen Fehler nicht machen. Wir dürfen nicht Umweltschutz auf der einen Seite und Wirtschaftswachstum und Wohlstand auf der anderen Seite als Gegensatz begreifen, sondern beides gehört zusammen. Und ich bin davon überzeugt, wir brauchen mit Blick nach vorne nachhaltiges Wirtschaften, nachhaltiges Wachstum. Und da kann Umwelt- und Klimaschutz sogar einen Beitrag leisten zu einem nachhaltigen Wachstum. Also wir brauchen zum Beispiel Technologien, die es ermöglichen, Wohlstand zu generieren, Wachstum zu generieren, aber auf umwelt- und klimafreundliche Art und Weise. Und ich glaube, da
gibt es sowohl in Frankreich als auch in Deutschland ganz viele tolle Unternehmen, die sehr innovativ sind. Und darauf müssen wir setzen, auf Innovation, auf Forschung, Entwicklung, neue Technologien. Und dann bin ich mir sicher, kann es gelingen, beides zu schaffen. Wohlstand sichern und Umwelt- und Klimaschutz. Eine positive Seite von dieser Krise in Frankreich ist der Erfolg der Landwirte mit dem Direktverkauf ihrer Produkte. Gab es dieses Phänomen auch in Deutschland? Teilweise ja. Einige haben dann begonnen, vor Ort regional ihre Produkte zu verkaufen. Und ich habe auch den Eindruck, dass viele Verbraucher auch mehr Wert darauf legen. Und so glaube ich, dass insgesamt diese Krise auch eine Chance ist, dass wir uns besinnen auf das, was uns wirklich wichtig ist. Und das, so wie vorhin dieses Beispiel der Arzneimittelproduktion, aber auch im Verhältnis zum Beispiel zwischen Deutschland und Frankreich. Ich hatte ein Treffen mit dem Frédéric Reiss, mit dem Abgeordneten der Assemblée Nationale an der Grenze Deutschland-Frankreich, bei dem wir auch versucht haben, deutlich zu machen, wir wollen uns nicht damit abfinden, dass es irgendwie wieder rückwärts geht in der deutsch-französischen Zusammenarbeit, sondern wir wollen nach vorne schauen. Wir wollen, dass wir auch die Chancen nutzen, die auch in dieser Zeit liegen. Wir beide haben übrigens über die Grenze hinweg eine tolle Zusammenarbeit und wir werden das auch fortsetzen. In dem Rheinland-Pfalz hat der Schuljahr den 17. August angefangen. Wie ist diese Rückkehr gelaufen? Wir haben noch nicht, also in Rheinland-Pfalz ist die Schule wieder offen, in anderen Bundesländern noch nicht. Wir machen das stufenweise. Es gibt einige erste Fälle jetzt von Corona-Fällen an Schulen. Auch hier in Landau haben wir jetzt einen ersten Fall. Wir hoffen, dass es bei wenigen Fällen bleibt. Es ist, glaube ich, zu früh, um da eine Bilanz zu ziehen. Sind die Vorschriften in Deutschland im Gebiet des Schutzes der Schüler, dem Lehrpersonal, in Klassenräumen, in der Kantine, beim Transport ein bisschen anders in Frankreich, oder? Die sind nicht nur anders als in Frankreich, sondern wir haben 16 verschiedene Regelungen, weil jedes Bundesland macht eine eigene Regelung. Das erschwert teilweise auch die Situation. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel haben wir andere Regelungen bei der Maskenpflicht als in Rheinland-Pfalz. Wenn Sie über den Rhein nach Karlsruhe fahren, haben Sie wiederum andere Regelungen. Also wir haben ein bisschen einen Flickenteppich an Regelungen hier in Deutschland. Wir haben in Frankreich eine starke Entwicklung von Videokonferenzen erlebt, zum Beispiel Fernunterricht. Ist das auch der Fall in Deutschland? Ja, nicht nur in der Schule, sondern auch viele Unternehmen nutzen diese Möglichkeiten von Homeoffice. Und es gab schon in gewisser Weise einen Digitalisierungsschub. Und ich hoffe, dass wir auch nach der Corona-Zeit nicht alles wieder über Bord werfen, sondern vieles, was sich als sinnvoll erwiesen hat, auch beibehalten. Und man kann dadurch auch viel Zeit sparen und Wege sparen. Nicht in allen Bereichen geht es, aber in vielen Bereichen. Die Elsässer schulden viel, was ihre Arbeit anbelangt, an deutschen Firmen. In Deutschland mit Mercedes-Benz in Wörth, nicht weit von hier, oder im Elsass mit Schaeffler und Isokolb in Hagenau. Sind die Verbindungen zwischen Elsässern und Deutschen heute vor allem aus wirtschaftlicher Natur? Es sind viele Verbindungen wirtschaftlicher Natur. Sie haben Beispiele angesprochen und zum Beispiel das Lkw-Werk in Wörth könnte ohne die vielen Arbeitnehmer aus Frankreich dauerhaft gar nicht funktionieren. Also wir sind da sogar angewiesen auf viele Arbeitnehmer, die aus dem Elsass pendeln. Es gibt viele wirtschaftliche Verbindungen, aber nicht nur. Es gibt auch viele kulturelle Verbindungen, gerade in der Grenzregion, auch viele persönliche Kontakte. Und ich wünsche mir auch, dass wir gerade mit Blick auf die jungen Leute diese Kontakte intensiver machen. Es ist doch eigentlich eine Chance, dass wir in einer solchen Region leben, an der Grenze. Es ist doch so leicht, über die Grenze zu gehen heute, andere Menschen kennenzulernen, andere Sprache, andere Kultur. Und ich wünsche mir, dass junge Menschen diese Chancen einfach mehr wahrnehmen. Hat der Covid-19 uns Franzosen und Deutsche auf die Bedeutung lokaler Lösungen in den Bereichen Gesundheit, Ernährung, Arbeitsplatz aufmerksam gemacht?
Ja, mit Sicherheit. Gerade jetzt in dieser Phase auch von Covid erleben wir, wie wichtig eben die lokale Versorgungsstruktur ist, wie wichtig die regionalen Gesundheitsämter zum Beispiel sind. Dann, wenn Infektionen da sind, kommt es ja jetzt darauf an, dass man lokal sofort agiert, Infektionsketten unterbricht. In der Tat, vieles spielt sich lokal ab in der Region und vielleicht ergibt sich auch hier ein Umdenken. Meine letzte Frage, sind Sie besorgt oder optimistisch über die Zukunft der deutsch-französischen Beziehungen? Ich bin nicht besorgt, aber wir, all diejenigen, denen diese deutsch-französische Freundschaft am Herzen liegt, müssen etwas dafür tun. Es ist kein Selbstläufer. Und wir müssen uns das, glaube ich, immer wieder klar machen und immer wieder genau hinsehen, wo gibt es Probleme, wo gibt es Hürden, wo müssen wir weiter voranschreiten, um diese Freundschaft und diese Zusammenarbeit noch intensiver zu machen und zu festigen. Dies wird eine Aufgabe bleiben für die Politik, aber für die ganze Gesellschaft. Und wir müssen diese Aufgabe wahrnehmen, denn es ist doch ein Glücksfall für die heutige Generation, dass wir in diesen friedlichen Zeiten hier in der Grenzregion leben dürfen. Das war in der Vergangenheit wahrlich nicht immer der Fall. Und es wird aber schnell vergessen. Und das ab und zu sich erinnern, ist, glaube ich, lohnenswert. Nous étions en compagnie de Thomas Gebhardt, député allemand et secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé du gouvernement d'Angela Merkel. Vous pouvez partager cette interview sur Facebook et les réseaux sociaux. Merci, monsieur Gebhardt, de nous avoir accueillis dans la ville allemande de Landau. Merci pour cet entretien. War mir eine Freude, Herr Gar, und viele Grüße zurück ins Elsass. Alles Gute.